Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Könnte jetzt gefährlich werden. Da ging er unfair rein und deshalb Freistoß. Guaida. Christiansen. Ist das vielleicht die Chance auf den Anschlusstreffer? Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Klasse Pass. Der Ball geht an den Pfosten. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Macht er gut. Gibt Einwurf. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Das könnte gleich den nächsten Angriff geben. Guaida. Christiansen. Den Ball holt er sich. Wird's jetzt gefährlich? Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Klasse Einsatz. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Jetzt der Ballverlust. Was macht er draus? Jetzt gibt's Abstoß. Tolle Leistung bislang in diesem Spiel. Über ihn läuft vieles heute. Das ist ein klasse Auftritt. Und einen Treffer hat er ja auch schon vorbereitet. Keine gute Aktion, wieder Ballverlust. Jetzt haben sie den Ball verloren. Gute Aktion. Guter Vorstoß jetzt. Und das gibt Eckball. Ecke kommt in die Mitte. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Gutes Tackling. Klasse Pass. Hereingabe. Super gemacht. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power, eine leichte Nummer.
Erneut jetzt der Ballverlust. Sieht vielversprechend aus. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Oh, sie stören früh. Geht mit einem Wurf weiter. Gefährlich! Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Ist hier immer noch am Ball. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt vielleicht. Die Gelegenheiten sind da, um die Führung auszubauen. Aber dann müssen sie sie auch mal nutzen. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Ah, oh, er kann klären. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Klasse Aktion. Ball ist weg. Guaida. Macht das da gut. Macht er gut. Und da ist der Ball wieder weg. Christiansen. Sieht gefährlich aus. Geht dazwischen und hat den Ball. Gutes Pressing jetzt. Das könnte was werden jetzt. Schirmt den Ball da super ab. Das war faul, da muss er Freistoß geben. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Christiansen. Gute Aktion. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Tor. Was für eine Chance! Guter Schuss, aber er hat Pech. Der Ball geht knapp vorbei. Jetzt können sie vielleicht kontern. Was macht er draus? Der Angriff könnte was werden. Gefahr erstmal bereinigt. Den Ball kann er klären. Kein gutes Zuspiel, da holen sie sich den Ball natürlich. Klasse Zuspiel. Ja, könnte was werden. Guter Einsatz, er hat den Ball. Keine gute Aktion, wieder Ballverlust. Kann er was draus machen? Und jetzt die Chance. Abgefälscht, drin, Tor!
so ein Eigentor ist natürlich besonders ärgerlich. Er will ja eigentlich helfen und den Ball abwehren und dann kommt es anders. Hier nochmal dieser Treffer. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Christiansen. Guaida. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Sie verlieren den Ball. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Jetzt haben sie den Ball verloren. Gefährlich! Da haben sie gut gearbeitet. Ball ist draußen. Schauen wir an die Seitenlinie, Buschi. Wir bekommen jetzt also den Wechsel. Der Trainer erhofft sich natürlich, dass sich diese Umstellung jetzt positiv im Spiel bemerkbar macht. Christiansen. Guaida. Das könnte die Chance werden. Fängt diesen Ball ab. Jetzt vielleicht. Und da ist der Ball wieder weg. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Tolle Parade und dann dürfen Sie sich bei ihm bedanken. Das wäre um ein Haar der Treffer gewesen. Klasse Pass! Guter Pass! Das könnte hervorragend dazwischen gegangen, das war wichtig. Sieht gefährlich aus. Und die Chance ist vorbei, er wirft sich in den Schuss. Gut geklärt, das war wichtig. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Wird das eine Torchance? Erneut jetzt der Ballverlust. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Ah, der ist zu lang, den holt sich der Torhüter. Da kommt er ein Stück raus und nimmt den Ball auf. Jetzt wird's gefährlich. Wichtig, dass er da klärt. Super Pass. Da verlieren sie den Ball. Rückspiel jetzt in Richtung Torhüter. Aus dieser Distanz abzuziehen ist vielleicht doch eher zu optimistisch. Ich vermute, dass er sich da ein bisschen überschätzt hat. Ja, setzt gut den Körper ein. Guaida, Christiansen. Da kann er sich den Ball holen.
super dazwischen gegangen. Toller Pass. Da passt er auf und hat den Ball. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Da haben sie jetzt den Ball. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Gute Aktion. Macht er gut. Und den Ball hält er problemlos. Starke Aktion, verteidigt hier den Ballbesitz. Guaida. Auf außen ist jetzt Platz. Die Gäste werden wechseln. Das sieht vielversprechend aus. Ganz souverän hier vom Torhüter. Da wäre Platz auf außen. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Keine gute Aktion, wieder Ballverlust. Guaida. Jetzt müssen sie aufpassen. Keine gute Hereingabe, Ballverlust. Und damit erstmal keine Gefahr, geklärt vom Torwart. Und damit sind sie am Ball. Ja, könnte was werden. Sieht gefährlich aus. Sie können es doch. Nur wird der Treffer natürlich nicht mehr viel nutzen. Da hat er gezeigt, was Wille ausmachen kann. Dieser Zug zum Tor, sehr, sehr druckvoll. Ein schöner Sololauf, gekrönt von einem sehenswerten Treffer. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Jetzt machen sie hier das Tor, aber ich glaube nicht dran, dass da noch viel geht. Man sollte eine Mannschaft nie abschreiben, aber es wird schwer. Dafür haben sie einfach bislang zu wenig zusammengebracht. Jetzt der Ballverlust. Er bekommt Hilfe. Kann er was draus machen? Und jetzt die Chance. Da macht er ihn rein. Klar, das sieht dann am Ende einfach aus, aber du musst als Torjäger eben auch richtig stehen und einen Riecher dafür haben, wo der Ball hinkommen könnte. Und mit diesem Treffer bestätigen sie ihre sehr, sehr gute Leistung heute. Dass sie als Gewinner vom Platz gehen, daran hatten wir ja auch vor diesem Treffer keine Zweifel. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Setzt sich klasse. Jetzt vielleicht. Ui, das war eng. Der Ball geht am Pfosten vorbei.
Auch da verlieren sie wieder den Ball. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Hereingabe geht darüber an den langen Pfosten. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Den Ball kann er klären. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Ah, er kann klären. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Weg ist der Ball. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Christiansen. Sie verlieren den Ball. Viel mit Auge. Klasse Pass. Chance vielleicht. Abwehr ist da. Abgefangen. Gut gemacht. Guter Pass. Und jetzt die Chance. Der Pass. Nichts zu halten hier. Super. Dieses Passspiel. Dieses Tor war natürlich perfekt rausgespielt. Ein weiteres Tor, kurz vor Schluss. Viel müssen wir dazu eigentlich nicht mehr sagen, oder Buschi? Nee, Wolf, der Deckel war vorher drauf auf dieser Partie. Eine ganz starke Leistung, die Sie da heute gezeigt haben. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Christiansen. Ah, schon wieder so ein Ballverlust. Jetzt wird's gefährlich. Gute Aktion. Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Guaida. Ballverlust. Da sind sie dazwischen. Ballverlust in dieser Aktion. 5 Minuten müssen sie jetzt noch durchhalten. Könnte doch noch einmal spannend werden. Die Fans wollen hier keine Nachspielzeit. Die wollen den Abpfiff. Wieder der Ballverlust. Könnte jetzt was werden. Guaida. Er will jetzt den Ball. Jetzt der Ballverlust. In den freien Raum. Schirmt den Ball gut ab. Verteidigt da den Ballbesitz. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Den Ball kann er abfangen. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball.
Gut verteidigt hier. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Gefährlich! Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Ecke kommt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Das könnte gleich den nächsten Angriff geben. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Aus und vorbei. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Sieg ist Sieg. Fragt später eh keiner mehr, wie der Erfolg zustande kam. Ja, und deswegen werden sie auch ganz schnell einen Haken an dieses Spiel machen. Kurz freuen ist okay. Und dann gleich wieder Fokus auf die nächste Partie. Gute Aktion. Und die Chance. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf. Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. So, die Fans sind da. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Kann er was draus machen? Der Ball. Und jetzt die Chance. Abgefälscht, drin, Tor! Ja, könnte was werden. Sieht gefährlich aus. Sie können es doch. Nur wird der Treffer natürlich nicht mehr viel nutzen. Kann er was draus machen? Und jetzt die Chance. Da macht er ihn rein. Klar, das sieht dann am Ende einfach aus, aber du musst als Torjäger eben auch richtig stehen und ein. Guter Pass. Der Pass, nichts zu halten hier. Super, dieses Passspiel. Dieses Tor war natürlich. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind.
Vielen Dank für diese Statements.